Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, wir geben uns heute das neue Video von Nico. Ich bin sehr gespannt, weil viele von euch haben geschrieben, wir sollen uns mal mehr Comedy-Videos irgendwie reinziehen so. Und wir machen heute Abend um 23.30 Uhr einen dicken Rap-Reaction-Livestream auf Twitch. Also falls ihr da dabei sein wollt, schaltet gerne ein, 23.30 Uhr. Und dann werden wir die ganzen neuen Releases jetzt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag online kommen und uns direkt live zusammen geben. Also schaut da gerne vorbei, 23.30 Uhr auf Twitch. Link dazu in der Beschreibung. Von daher kommt eh viel Rap-Content in der nächsten Zeit. Dachte ich, okay, wir haben heute nochmal so einen Tag, wo wir uns so ein paar Comedy-Sachen geben, die ich mir sowieso privat so oder so angeguckt hätte, ja. Deswegen das neue Video von InScope jetzt, ASMR Janina. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Ich muss sagen, ich fühle seinen Humor gerade mehr als von jedem anderen. Nächster Intro. Die nachfolgende Humor ist nicht für Sendung ohne Zuschauer. Okay, oh, okay, let's go. Folgender Humor ist nicht für Sendung ohne Zuschauer geeignet. Ehre. Guten Morgen, guten Mittag oder auch kranken Abend, liebe Leute. In der heutigen Episode, Leute, will ich ein paar Dinge ansprechen, die mir letztens wieder unter die Nase geflogen sind. Der ein oder andere von euch hat es vielleicht mitbekommen, Tim dreht seit neuestem Jahr solche Podcasts. Wenn man das Ganze verfolgt, dann hat man letztens gesehen, dass Tim einen Podcast mit Montana Black, einem der irrelevanten... Ey, der Podcast war echt stabil, Freunde. 2,5 Stunden, Monte und Tim, die Unterhaltungen waren echt ganz geil, Mann. Sehr empfehlenswert, schaut euch das gerne an. Dann hat man letztens gesehen, dass Tim einen Podcast mit Montana Black, einem der irrelevantesten YouTuber seinerzeit, aufgenommen hat. In so einem klassischen Interview ist eine Situation beispielsweise, der Interviewer stellt eine Frage, der Interviewte antwortet und der Interviewer sagt zum Beispiel sowas wie, dem Punkt stimme ich zu oder dem Punkt stimme ich vielleicht mal nicht zu. Tim hat das Ganze ein wenig anders gestaltet. Ich fühle das Ding echt, ich fühle damit. Das finde ich interessant. Du fühlst es, ich verstehe, dass du es fühlst. Mal ein bisschen viel Leon Lovelock-Action. Ich gehe mal davon aus, dass Tim die Punkte, die Monte da sagt, einfach fühlt, oder? Ja, ich habe fast gelacht, Bruder. Danke dir, Digga. Es gibt im Prinzip nur noch ein Szenario, das optimaler verlaufen könnte. Und es wäre, wenn Leon Lovelock Tim Gabel interviewen. Oh, ich stelle mir das gerade vor. Das wäre so eine schöne Unterhaltung. Das finde ich interessant. Krass. Ich fühle das Ding. Feier ich, Mann. Du fühlst es, ich verstehe, dass du es fühlst. Sonst, wie geht's dir, alles gut? Ich feier die Frage. Feier ich so. Du gelebt damit. Bitte, haltet eure Gottverdammte. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Ich werde rausgehen. Sorry für den... Leute, bleibt drin, ey, bitte. Und haltet euch von alten Leuten fern. Lasst die alten Leute in Ruhe. Das ist wichtig gerade. Ach, Leute, und ey... Ach, Mann, Leon Lovelock, Alter. Er ist echt eine Liga für sich, holy fuck. Naja, ey, ja, das soll er rausgehen. Ja, geh. Geh raus. Ich hoffe, du kriegst irgendwann. Ach, wir lassen ihn einfach leer Lovelock, lass einfach leer Lovelock sein, Leute. Ein Outfitwechsel. Ich dachte, das Ganze gestaltet das Video einfach ein bisschen modischer. Und wir kennen das alle, Leute. Zum guten Einschlafen gehört einfach ein wenig ASMR. Wer von euch feiert ASMR? Es interessiert mich. Ne, jetzt Real Talk an dieser Stelle, Freunde. Ich muss für die ASMR-Community einstehen. In letzter Zeit, ich höre nicht mehr so viel ASMR. Ich höre eher Regengeräusche in letzter Zeit. Aber ich höre immer noch, safe von 7 Wochentagen, 3 bis 4 Mal ASMR zum Einschlafen, Freunde. No fucking joke. Auch voll oft, halte mich für weird, Freunde. Halte mich für weird. Also ich höre mir so normales ASMR an, ja. Nicht diesen weirden Shit. Es gibt auch bei ASMR, was schon weird ist, gibt es noch weirde Abteilungen. Das wissen wir alle, ja. Ich höre mir aber auch manchmal so, während ich irgendwas am Computer arbeite, so nebenbei auf dem zweiten Screen was an oder so. Ich stehe dazu, Freunde. Ich fucking nochmal stehe dazu, Digga. Das ist einfach, es ist nice, Digga, für die Entspannung, für die Öhrchen. Die werden ein bisschen gekrault, gekribbelt, gedibbelt. Ja, stehe ich dazu, Freunde. Eins, Real Talk jetzt, eine ehrliche Eins in die Kommentare, wer es auch hört, Freunde. Eine ehrliche Eins. Ich nicht. Da war ich also wieder unterwegs. Eine ehrliche Eins. Lieblings-ASMR-Channel, ASMR Janina. Da habe ich mich einfach gefreut. Die fühle ich nicht so, muss ich sagen. Einschlafen. Ihr wisst es, ich bin ein großer Fan von Rollenspielen. Hin und wieder gehe ich einfach ins Theater, setze mich in die hinteren Reihen und wüchs mir komplett an. Dann lag ich verständlich jetzt letztens einfach da, habe mich gefreut, entspannt in die ASMR-Thematik bei Janina einzusteigen. Aber irgendwie war da... kurzerhand was anders. Du musst jetzt mucksmäuschenstill sein, sonst hast du ein richtiges Problem. Oha! Oha, hallo? Hä? Bruder? Hallo? Hallo?
Und ich bin vorbereitet, ich bin vorbereitet. Wenn es soweit kommt, ich gehe raus. Also ich persönlich könnte mir nichts Chilligeres vorstellen, als beim Einschlafen mit einem aggressiv entspannten Raubüberfall konfrontiert zu werden, Malaga, versteht? Damit kläre ich jetzt dein Fahrzeug. Ach, es ist nur Janina! Saved! Was guckst du? Okay, sie ist ein bisschen weird manchmal. Vom Acting her, da hat es mich wirklich absolut in den Schlaf reingeschallert. Du hast gesagt, du bringst die Tropfen mit. Aber so ein guter Raubüberfall braucht auch einfach eine gewisse Story, um gut aussehen zu können. Es ist das schraubbare Ei mit keinem Inhalt. ASMR, Janina. Danke dir, Digga. Ja, aber Spaß beiseite. ASMR, Janina macht gute Videos. Ich wüchse auf ASMR. Was guckst du? Was? Wenn euch dieses Video nicht gefallen hat... Freunde, es ist nur einmal passiert. Ich will, es ist nur einmal und nie wieder. Also. Dann schallert den Daumen jetzt im oberen linken Überfallsloch durch. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich euch das vor... Warum auf einmal diese Star Wars Musik eigentlich, hä? Vor allem jetzt auf gar keinen Fall empfehlen zu tun. In diesem Sinne, meine Freunde, das Wichtigste, dass ihr euch jetzt Gottverdammt nochmal verpasst. Es geht hier nicht um ein Virus oder so. Nee. Der Virus ist nicht tödlich. Das ist Fakt. Er ist nicht tödlich. Ja, wahrscheinlich, Digga. Gut, Leute, was soll ich dazu noch sagen, Freunde, ja? Vergesst nicht, eine ehrliche 1 in die Kommentare, wenn ihr ASMR hört. Meinetwegen auch eine gelogene 2, aber ich nehme lieber die ehrliche 1. Ja? Danke, Leute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder bei einem weiteren wunderbaren Video hier auf diesem wunderbaren Kanal. Wow, Leute, hey. Wir sehen uns. Habt einen wunderbaren Tag, Alter. Wir sehen uns. Ciao, Leute.